Jeder hat schon vom Yellowstone-Supervulkan gehört. Aber kennen Sie auch den Supervulkan in Europa? Im Herzen Europas, in Italien, befindet sich nicht nur ein aktiver, nicht ruhender Supervulkan, sondern auch eine malerische Stadt namens Pozzuoli mit 80.000 Einwohnern, die direkt in seinem Krater liegt. Und genau da sind wir jetzt. Ich frage mich, ob die Einwohner wissen, dass sie buchstäblich im Schlot des Vulkans leben. Hallo liebe Zuschauer, wir sind in Pozzuoli auf dem Gelände der Campi Flegrei. Wussten Sie, dass Campi Flegrei ein Supervulkan ist? Ja, sicher, das weiß ich. Ja, ich bin gut informiert. Ich weiß, dass wir uns auf einer Magmablase befinden. Ja, natürlich, die zweitgrößte Caldera der Welt nach Yellowstone. Natürlich wissen wir das. Ausreichend. Wenn man nach Neapel kommt, sieht man vom Flugzeug aus all diese Vulkankrater. Man sieht alles. Aber wir sind uns dessen bewusst. Wir haben gelernt, damit zu leben, wenn es ein Erdbeben gibt, wenn es hier Bradyseismus gibt. Wir sind daran gewöhnt, aber wir spüren Beben. Wir sind sehr daran gewöhnt, aber... Nun, ich denke immer wieder darüber, weil wir in letzter Zeit einige wirklich heftige Erschütterungen hatten. Die Campi Flegrei und die umliegenden Inseln bilden einen riesigen Vulkankomplex. Er besteht nicht aus den üblichen Vulkankegeln, sondern aus einer riesigen Caldera mit einem Netz von 24 Kratern. Viele davon sind heute vom Tyrrhenischen Meer bedeckt. Die Fläche der Caldera beträgt nach verschiedenen Schätzungen zwischen 100 und 200 Quadratkilometern und ist damit größer als die Fläche von Neapel. Aus diesem Grund wird der Campi Flegrei auch als Supervulkan bezeichnet. In den 80.000 Jahren seines Bestehens hat dieser Supervulkan nur zwei große Ausbrüche erlebt, vor etwa 36.000 und vor etwa 12.000 Jahren. Jedes Mal führten sie zu einer Katastrophe in Europa. Und wie es aussieht, steht der Supervulkan jetzt auch noch kurz vor dem Ausbruch. Warum das passieren könnte und wo die Geschichte unserer Zivilisation enden könnte, wird in diesem Film erzählt. In den letzten 50 Jahren haben Wissenschaftler zahlreiche vertikale Bodenbewegungen und Erdbeben in der Umgebung des Vulkans registriert. Im Jahr 2012 hat die italienische Regierung die Gefahrenstufe des Vulkans von grün auf gelb erhöht. Wenn man jeden Tag über den Schlund eines Vulkans läuft, wird man natürlich gegenüber der potenziellen Gefahr desensibilisiert. Die Ereignisse der letzten Jahre haben jedoch auch bei den alteingesessenen Bewohnern ein wachsendes Gefühl der Unruhe und Angst ausgelöst. Bradyseismus liegt uns im Blut, sagen die Italiener. Bradyseismus ist eine Bodenerhebung, die durch das Erwachen eines Vulkans verursacht wird. Daran erkennen die Einheimischen die sichtbare Aktivität des Vulkans. Die größte Bodenerhebung ist in der Nähe des Hafens von Pozzuoli zu beobachten. Die Einheimischen erinnern sich noch gut an den Bradyseismus der 80er Jahre. Von August 1982 bis Dezember 1984 wurde die Stadt von hunderten Erdbeben und Bradyseismen erschüttert. 8.000 Gebäude im Stadtzentrum wurden beschädigt und 36.000 Menschen wurden evakuiert und kehrten nicht mehr in ihre Häuser zurück. Durch die bradyseismischen Aktivitäten hob sich der Meeresboden um fast 2 Meter, wodurch die Bucht von Pozzuoli für große Schiffe zu flach wurde. Pozzuoli stieg in dieser Nacht um mindestens 1 Meter. Eigentlich war der ganze Steg, alle Boote auf dem Steg. Ich bin Fischer, also wusste ich, dass sie auf dem Trockenen waren. Es war kein Wasser mehr da. Der Steg hob sich und sank sofort wieder ab. Die Boote in der Bucht von Pozzuoli sind auch heute praktisch noch auf Sand, weil der Bradyseismus 2004 wieder begonnen hat. Der Boden ist längst auf das Niveau von 1984 gestiegen und er steigt weiter. Allein im Februar 2023 hob sich der Boden um fast 10 cm. Der Anstieg wurde von 1000 kleinen Erdbeben begleitet. Der Vulkan wurde im Jahr 2000 aktiv und von da an begannen verschiedene Faktoren hinzuzukommen. Das Jahr 2000. Die aktive Freisetzung von Gasen, insbesondere von CO2, beginnt. Dies ist ein Zeichen dafür, dass neues Magma
aus dem Erdmantel eintritt und den Vulkan aufheizt. 2004. Der Druck der Gase beginnt den Boden anzuheben. 2005. Das heiße Magma hat alles bis zur Erdoberfläche aufgeheizt und hydrothermale Wässer zum Kochen gebracht. 2006. Erdbeben machen sich an der Oberfläche bemerkbar. 2016. Beginn des exponentiellen Anstiegs der Erdbebenzahl und Synchronisierung aller Prozesse. So etwas hat es noch nie gegeben. Die Dauer früherer Bradyseismen betrug nur 2 bis 3 Jahre. Aber der aktuelle dauert schon 19 Jahre, was besonders besorgniserregend ist. Entschuldigung, im Gegensatz zu den 80er Jahren, als es echte Erdbeben gab, haben wir hier nur Beben, die mit dem Dampf unter der Erde zusammenhängen. Mit Bradyseismus. In den Jahren 1970, 80 und 83 gab es Beben über 6,6 auf der Richterskala. 6 ist nicht wenig. Das eine war am 4. Oktober, das andere am 4. September. Doch das waren die Erschütterungen eines richtigen Erdbebens. Man sagte einen Vulkan und die schlimmsten Dinge voraus. Gott sei Dank ist nichts passiert. Nun, ich hoffe, dass es diesmal auch so bleibt. Anwohner und Wissenschaftler vergleichen die aktuelle Situation mit dem Bradyseismus in den 1980er Jahren, als es zu keinem Ausbruch kam. Sie glauben, dass dem bevorstehenden Vulkanausbruch stärkere Erdbeben und Bodenhebungen vorausgehen werden als beim letzten Mal. Es gibt jedoch überwältigende Beweise dafür, dass sich die Bedingungen geändert haben und wir uns nicht mehr auf frühere Erfahrungen verlassen können. Was passiert also heute mit dem Vulkan? Inwiefern ist der heutige Bradyseismus gefährlicher als der der 1980er Jahre? Wissenschaftler unter der Leitung von Christopher Kilburn haben herausgefunden, dass sich die Eigenschaften der Erdkruste im Gebiet der Campi Filigrei verändert haben und sie ihre frühere Festigkeit und Elastizität verloren hat. Das bedeutet, dass die von allen erwarteten Anzeichen für den Beginn des Ausbruchs möglicherweise nicht eintreten und der Vulkan jederzeit ohne Vorwarnung ausbrechen kann. Welche Veränderungen gab es also in den letzten 40 Jahren an der Erdkruste unter Campi Filigrei? Spätestens seit den 1950er Jahren steigt das Tiefenmagma stetig und unaufhaltsam an die Oberfläche. Wie ein Bulldozer, der alles zerstört, was sich ihm in den Weg stellt. Manchmal findet es Schwächezonen im Gestein und dringt durch schmale Intrusionen ein. In den 50er bis 80er Jahren drang es ein, hob den Boden an und blieb auf einem bestimmten Level stehen. Schauen Sie sich das Diagramm an. Sie können dies an dem abrupten Anstieg und an der Beibehaltung einer bestimmten Bodenhöhe erkennen. Die Kruste war stark genug, um diese Magmaeinbrüche zurückzuhalten. Während des Bradyseismus in den 1980er Jahren war der Magmadruck sehr hoch und führte zu massiven Magmaausbrüchen in einer Tiefe von 7 bis 2,5 Kilometern. Es war schrecklich. Die Stadt Pozzuoli wurde von tausenden Erdbeben erschüttert. Evakuierungen begannen. Die Straßen waren voller Polizisten, Militärs und weinender Bewohner, die von der Regierung gezwungen wurden, ihre Häuser zu verlassen. Niemand wusste, was im nächsten Moment passieren würde. Viele Häuser bekamen Risse, direkt vor den Augen der Bewohner, die es nicht nach draußen geschafft haben. Irgendwann während des Bradyseismus in den 1980er Jahren war der Druck von Magma und Gasen so groß, dass die Festigkeitsgrenze der Kruste überschritten wurde und es zu einem fatalen Einriss kam. Durch den Riss konnten die angesammelten Gase entweichen, was wiederum die Hebung des Bodens stoppte und sogar zu einer leichten Absenkung führte. Es handelte sich um eine natürliche Entgasung des vulkanischen Zentrums, der den Mega-Ausbruch einerseits vorübergehend verzögerte. Andererseits war es nur eine vorübergehende Ruhephase,
Jahrzehntelang gab es in der Umgebung des Vulkans kaum Erdbeben. Das beruhigte die Menschen, sie kehrten zum normalen Leben zurück und vergaßen allmählich die Schrecken der 80er Jahre. Doch diese vorübergehende Ruhe täuschte die Menschen und leider fanden in dieser Zeit unsichtbare, katastrophale Veränderungen im Untergrund statt. Die aus der Tiefe ausströmenden Gase sind chemisch und physikalisch sehr aktiv. Beim Eindringen in die Gesteine lockern sie diese auf und machen sie brüchiger. Indem die Gase die Kruste schwächen, ebnen sie quasi den Weg für das Magma, so wie ein Eisbrecher den Weg für andere Schiffe im Eis freibricht. Während auf der Erdoberfläche friedliches Leben verlief, hatte die Kruste über dem Magmaherd ihre Fähigkeit, dem Druck des Magmas standzuhalten, fast verloren. So ist der Prozess der Krustenzerstörung im Gebiet der Campi Filigrei seit 1984 nicht nur nicht zum Stillstand gekommen, sondern hat sich sogar noch verstärkt. Und nun tritt die Aktivität des Vulkans in eine neue Phase ein, da das Magma immer näher an die Oberfläche der Caldera vordringt. Darauf deutet die Tatsache hin, dass sich der Großteil der Erdbebenschwärme einer Tiefe von 1,5 bis 1 Kilometer näherte. Im August dieses Jahres ereignete sich ein massiver Schwarm von Erdbeben in einer Tiefe von 4 Kilometern bis 200 Metern. Dies weist darauf hin, dass das Magma bereits so nah an die Oberfläche gelangt ist, dass es einen Vulkanausbruch verursachen könnte. Die Kruste in diesem Gebiet kann mit Glas verglichen werden, über das ein Netz von kleinen Rissen gezogen ist. Wie lange kann eine solche Kruste einen in Ketten gelegten magmatischen Riesen halten, der an die Oberfläche drängt? Fassen wir noch einmal alle Informationen, die wir über die aktuelle Aktivität des Campi Filigrei gesammelt haben, zusammen. Das Magma aus der Tiefe nähert sich allmählich der Oberfläche des Vulkans, was zu kontinuierlicher Bodenerhebung und Erdbeben führt. Die Kruste ist geschwächt und kann dem Eindringen des Magmas nicht mehr standhalten. Wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, um die Katastrophe zu verhindern, wird es in den nächsten Jahren zu einem Ausbruch kommen. Es wird angenommen, dass der kommende Ausbruch von Campi Filigrei ein unbedeutender Lavastrom sein wird, wie der vorherige Ausbruch des Monte Nuovo im Jahr 1538. Manche glauben, dass es sich nur um einen Dampfausbruch handeln wird. Doch die Fakten sagen uns etwas anderes. In den 80.000 Jahren seines Bestehens hat der Vulkan Campi Filigrei bereits zwei katastrophale Ausbrüche erlebt. Er gibt immer Warnzeichen für solche Explosionen. Wissenschaftler, die die chemische Zusammensetzung von Laven vergangener Eruptionen untersuchten, haben festgestellt, dass sich das Magma von einer Mega-Eruption jedes Mal in bestimmter Weise verändert. Es erfolgt eine kleine Eruption mit bestimmter chemischer Zusammensetzung der Laven. Dies geschieht immer ein paar hundert Jahre vor einem katastrophalen Mega-Ausbruch. Diese besondere Lava-Zusammensetzung wurde bei der Eruption des Monte Nuovo im Jahr 1538 festgestellt. Solche Warnungen sind in der Geschichte der Caldera-Ausbrüche bereits zweimal aufgetreten. In der Grafik sind sie unter den Nummern 12 und 53 zu sehen. Beachten Sie, dass danach, einige hundert Jahre später, die katastrophalen Explosionen der Caldera Campi Filigrei mit den Nummern 54 und 84 folgten. Schauen Sie sich nun die Eruption Nummer 5 an, blinkt rot. Dies ist der Ausbruch des Monte Nuovo im Jahr 1538. Der Monte Nuovo war ein Zeichen, ein Warnschuss, bevor der Campi Filigrei explodiert und alles Leben in Europa vernichtet. Und das könnte jeden Tag passieren. Was wird im Moment des Ausbruchs passieren? Frühere Explosionen der Caldera waren die zerstörerischsten Ausbrüche in der Geschichte Europas der letzten 200.000 Jahre. Nach Rekonstruktionen von Vulkanologen erreichten die Asche- und Lavasäulen bei diesen Ausbrüchen eine Höhe von 44 Kilometern. Die brennenden Wolken breiteten sich sofort in einem Umkreis von 60 Kilometern aus. Alles Leben in diesem Gebiet wurde innerhalb von Sekunden vernichtet.
Die Asche wurde vom Wind über Tausende von Kilometern getragen und bedeckte ganz Europa bis hin zum Uralgebirge. In Rumänien, 1000 Kilometer vom Vulkan entfernt, erreichte die Ascheschicht eine Höhe von 1 Meter, wie Untersuchungen von Ascheablagerungen ergaben. Infolge dieser Eruption sanken die Temperaturen in Europa um 6 bis 9 Grad Celsius. Der vulkanische Winter nach dem Ausbruch vor etwa 36.000 Jahren führte zum Aussterben der Neandertaler. Diejenigen, die überlebten, waren gezwungen, aus Europa zu fliehen. Warum wird der Campi Filigrei gerade jetzt aktiv? Es gibt einen Kataklysmenzyklus, den unser Planet alle 12.000 Jahre durchläuft. Während dieses Zyklus kommt es zu einer Zunahme katastrophaler Naturphänomene wie Wirbelstürme, Taifune, Naturbrände und Überschwemmungen. Aber das Schlimmste ist, dass die seismische und vulkanische Aktivität zunimmt und Supervulkane aktiv werden. Die Supereruption von Campi Filigrei mit der Nummer 54 ereignete sich vor etwa 36.000 Jahren. Und mit der Nummer 84 vor etwa 12.000 Jahren. Die Zeitpunkte der Supereruptionen bestätigen den Kataklysmenzyklus von 12.000 Jahren. Welcher Mechanismus löst die Supervulkanausbrüche während des 12.000-Jahres-Zyklus aus? Während des Zyklus wird der Erdkern durch äußere kosmische Einwirkungen aktiviert. Es kommt zu einem Zuwachs an innerer Energie, was zu einem weit verbreiteten Magmaausstieg aus der Tiefe führt. Das Tiefenmagma ist heißer, flüssiger und beweglicher. Und es war der Auslöser für Magmaeruptionen. Die Untersuchungen von Mega-Ausbrüchen vor 12.000 und 36.000 Jahren haben das Vorhandensein von Spuren von Tiefenmagma gezeigt. Genau wie damals steigt auch jetzt Magma aus der Tiefe auf. Es gibt einen kritischen Punkt, über den niemand spricht. Die weltweit auftretenden Tiefenbeben beeinflussen die Seismizität der Campi Filigrei und führen so zum Magmaaufstieg. Die Ursache eines solchen Tiefenbebens ist eine gewaltige Explosion, die tief im Erdmantel stattfindet. Als Folge dieser Explosion verzeichnen wir Tiefenbeben und auf dem Supervulkan spiegelt sich das in einem Schwarm von Erdbeben wider. Die katastrophale Zunahme der Anzahl, Tiefe und Stärke von Tiefenbeben weist auf einen Anstieg der inneren Energie der Erde hin. Solche Explosionen können eine spontane Eruption des Campi Filigrei und jedes anderen Supervulkans auslösen. Wir beobachten dies am Beispiel der Supervulkane Yellowstone, Aira und Campi Filigrei. Es findet ein synchrones Erwachen statt. Außerdem nimmt die Aktivität von Taupo, Lach und Toba zu, eben jenen Supervulkanen, die auch in den vergangenen Kataklysmenzyklen von 12.000 Jahren explodiert sind. Der Planet ist bereits in den Kataklysmenzyklus eingetreten, was sich in allen klimatischen und geodynamischen Prozessen zeigt. Campi Filigrei ist ein Vulkan des Zyklus. Die Explosion eines Supervulkans wird wie ein Zünder eine Kette von Explosionen aller anderen auslösen. Wenn allein der Campi Filigrei ganz Europa in Asche legen kann, was passiert dann, wenn andere Supervulkane zu explodieren beginnen? Was wird mit unserem Planeten geschehen? Es wird eine Katastrophe, nicht nur für Italien, sondern für die gesamte Menschheit sein.